das gewusst, hätte ich doch noch Tanzstunden genommen. Ja, ich war vorhin schon mal da, die Älteren werden sich erinnern. Und, kleiner Scherz, Sie sind aber noch irgendwie wach. Okay. Ja, Sie sind noch wach. Das ist schön, aber ich freue mich wirklich sehr, dass hier so eine gute Stimmung ist. Man hat mich vorher so ein bisschen gewarnt vor Stuttgart, weil da hieß so, oh, die gehen zum Lachen in den Keller. Und das stimmt nicht, sie gehen ja zum Lachen jetzt nur, wenn sie in den Keller, wenn sie Zug fahren wollen. Habe ich gehört. Und ich habe den Gag vermasselt, sie brauchen da jetzt nicht klatschen, das ist Mitleid. Wochenlang dran geschrieben, egal. Aber es ist trotzdem eine schöne Überleitung, weil Sie können auch, wenn Sie in den Keller gehen und nicht Zug fahren wollen, können Sie das zum Lachen machen. Denn ich habe ja festgestellt, der Bahnhof ist wirklich einer der lustigsten Orte, die Sie sich überhaupt vorstellen können. Ich habe das wieder gemerkt, als ich heute hierher gekommen bin. Ich komme aus Köln und ich bin also auch mit dem Zug angereist. Und ich stand heute Mittag noch so in Köln am Bahnsteig und habe so gewartet. Und was ich dann immer gerne mache, wenn ich da so warte, ich höre mir immer gerne so diese Durchsagen an von diesem Zugvogel, der da immer so redet. Und das müssen Sie mal machen, Sie müssen da mal drauf achten. Denn mir fiel auf, je länger ich da stand und mir das angehört habe, umso mehr hatte ich den Eindruck, ich befinde mich überhaupt nicht mehr am Bahnhof, sondern bereits längst in einer Comedy-Show. Bitte beachten Sie folgende Durchsage. Der Intercity Regensburg und Hochspatzen von Köln nach Stuttgart hält heute nicht planmäßig um 13.29 Uhr an Gleis 3, sondern ca. 10 Minuten später an Gleis 7. Ausweichen wir dafür, der an Gleis 7 bereits um 13.39 Uhr erwartete Intercity ging jetzt mit der Morgenröte von Koblenz nach Uhlenbusch an Gleis 8 am selben Bahnsteig gegenüberhalten. Ich wiederhole, der Intercity ging jetzt mit der Morgenröte nicht an Gleis 8, sondern 7. An Gleis 8. Gegenüber. Der an Gleis 8 bereits eingefahrene Intercity-Express Tuttlinger Sackratte vom Hürth nach Helgoland wird umgeleitet und erhält in wenigen Minuten Einfahrt an Gleis 4. Der an Gleis 4 bereits um 10.30 Uhr erwartete in der Regio Heralind wird, sofern überhaupt noch hier eintrifft, um 13.10 Uhr an Gleis 9 einfahren. An Gleis 5, bitte Vorsicht, ein Zug fährt durch. Bitte steigen Sie nicht ein, gehen Sie nicht über los und ziehen Sie keine 2.000 Euro ein. Wenn Sie eine Reservierung haben, wählen Sie wahlweise Gleis 1, Tor 2 oder den Umschlag. Der Intercity Oppenheimer Krötenbrunn hält heute ordnungsgemäß an Gleis 4, allerdings im Hauptbahnhof von Dortmund. Naja. Der Intercity Sigi Harreis fährt heute planmäßig pünktlich um 18.45 Uhr an Gleis 12 mit 9 Personen im Hauptbahnhof von München los und kommt um 19.07 Uhr an Gleis 8 in Berlin an. Wie viele Menschen sitzen im Zug, wenn an jeder Station drei Menschen zugestiegen sind und neun Zug verlassen haben? Weitere Angaben für die Fahrt. Vielen Dank. Oh!